Bevor jetzt das nächste Video startet, möchte ich noch ein paar Dinge anmerken. Nummer 1, das ist mein allererstes YouTube-Video ever. Ich hoffe, es wird nicht das letzte sein, weil ich rede schon so viele Jahre davon, endlich mal einen YouTube-Kanal zu starten. Ich hatte auch eigentlich einen Januar-Lesemonat-Vlog geplant, aber ja. Ich und Disziplin sind nicht gerade die besten Freunde, von daher wurde das nicht so wirklich. Ich habe es jetzt einfach nochmal versucht mit so einem ganz normalen Reading-Vlog, was, glaube ich, einfach mehr im englischen, amerikanischen Bereich bekannter ist als im deutschen. Von daher vermisse ich das so ein bisschen im deutschen Booktube-Bereich und wollte das irgendwie versuchen, so ein bisschen mit einzubringen. Ich mache hier einfach mein Ding. Das ist das Endergebnis von dem ganzen Video sozusagen. Es ist ein Reading-Vlog zum 7. und letzten Band der Throne of Glass Reihe von Sarah J. Maas. Und ich habe diese Reihe so gesuchtet. Ich habe vor, glaube ich, 1,5 Jahren habe ich den ersten Band gelesen und war so, wow, echt gut. Ich meine, ich bin ein Fantasy Girl, war ich schon immer. Das ist ganz, ganz tief in meinem Herzen verankert. Fantasy Books sind einfach meine Welt. Also von daher war ich schon echt begeistert vom ersten Band. Hab dann auch gleich am nächsten Tag bin ich zum Thalia gerannt und habe den zweiten Mann gekauft und der lag da wirklich ein Jahr rum und ich habe dieses Buch nicht angefasst. Und dann habe ich im Dezember, ich glaube im Dezember war es, im Dezember habe ich den zweiten Band angefangen und der zweite Band hat für mich alles verändert. Der zweite Band war wirklich so, holy shit, weil ab da ging die Geschichte so richtig los irgendwie, ab da, keine Ahnung. Es war heftig, es war wirklich heftig. Ich habe es ja in meinen Instagram-Stories gepostet. Ich weiß nicht, wenn ich es irgendwie schaffe, versuche ich es hier einzublenden. Ich habe auch auf Instagram versucht, das Ganze so ein bisschen zu begleiten, meine Reise mit Throne of Glass. Ich habe sogar ein Highlight in meinen Stories dazu gemacht und das kam nicht schlecht an. Also ich habe sehr viel Resonanz bekommen von Leuten, die noch nie davon gehört haben und sich so, wow, ich lese gar nicht so viel Fantasy, das hört sich echt interessant an, bis zu Sarah J. Maas. Es ist nicht jedermanns Sache. Ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, wissen wir ja alle. Besonders in der Bookstagram Community ist es echt so unterschiedlich. Ich bin so ein kritischer Leser in den letzten Jahren geworden. Ich war ehrlich gesagt nie so wirklich so ein kritischer Leser, aber in den letzten Jahren oder auch in den letzten Monaten, seitdem ich besonders mit Bookstagram angefangen habe, hat sich mein Leseverhalten auch so ein bisschen verändert. Und das hat jetzt auch alles hier gar nichts mit dem Reading-Vlog zu tun. Ich laber hier nur blöd in die Kamera drumherum. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Macht es euch einfach gemütlich. Und willkommen auf meinem YouTube-Kanal, würde ich einfach mal sagen. Let's go! Hallo! Es geht los! Es geht los! Es ist soweit und zwar werde ich jetzt endlich mit dem letzten Band der Throne of Glass Reihe anfangen. Ich weiß nicht, wie es mir damit geht. Ich drücke mich jetzt ungefähr eine Stunde damit anzufangen, weil ich einfach nicht möchte, dass es endet. Ich möchte nicht, dass diese Reihe endet, weil ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, wenn diese Reihe endet. Und ich habe so ein Gefühl. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich ein Gefühl habe, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass mich das Buch echt zum Weinen bringen wird, weil ich habe echt so versucht, in den letzten Wochen jedem Kingdom of Ash Spoiler Video Review aus dem Weg zu gehen, damit ich nichts über das Ende erfahre. Ich habe nämlich schon einen Spoiler gesehen, glaube ich, und der macht mich schon innerlich richtig fertig die ganze Zeit. Breakfast Situation. Kleines Leseupdate. Gestern war nicht so der Lesetag irgendwie. Aber ich habe heute Morgen, ich bin schon um 7:30 aufgestanden an einem Samstag, weil ich aber nicht mehr schlafen konnte und bin jetzt bei Seite 137. Und es ist echt krass, wie man so viele Charaktere so gut beschreiben und vereinen kann in einem Buch. Also ich weiß gar nicht, um wie viele Charaktere es in dem Buch geht. 10 bis 15 ungefähr, also auf die sich wirklich auch kapitelweise fokussiert wird. Wahrscheinlich hat es auch so ein kleines bisschen was von
George R. R. Martin, also das Lied von Eis und Feuer, so ein bisschen. Aber es funktioniert einfach. Und der Schreibstil von Sarah J. Maas macht einfach ganz viel her. Und dadurch treibt es einfach die Geschichte so voran. Ich bin so aufgeregt und so gespannt, was da jetzt alles so kommt. Es ist ein unglaublich toller Einstieg wieder wie immer gewesen. Also man kommt ganz, ganz leicht wieder rein, auch wenn man jetzt irgendwie ein Jahr gewartet hat oder so. Sie wiederholt so ein paar Dinge, die man eventuell vergessen haben könnte. Von daher hebt sie das wieder so ein bisschen auf sozusagen, sodass man sich das wieder in Gewissheit drum kann, ach so und so war das mit dem und demjenigen. Von daher ganz, ganz große Klasse. Und ja, heute ist Lese-Saturday, also gebe ich mein Bestes und versuche eventuell bis zur Mitte zu kommen. Das wird ein Spaß. Willkommen zum Daily Update mit Loli und mir. Ich muss auf dem Boden sitzen, Loli darf auf meiner Couch liegen. Knapp über die Hälfte, ich habe jetzt gute 600 Seiten gelesen und ja, was soll ich sagen? Was erwartet ihr denn von mir alle, was ich dazu sagen soll? Erwartet ihr irgendwie, keine Ahnung, dass es schlecht sein sollte? Weil das könnte es niemals sein. Also von daher... Es gibt einfach nicht so viel dazu zu sagen. Es ist einfach Meisterklasse. Es ist einfach... Sowas hat die Welt noch nicht gesehen, ohne Scheiß. Also, ich habe sowas noch nie gelesen. Und ich habe schon sehr, sehr viele Bücher in meinem Leben gelesen. In meinen 23 Jahren bin ich eine sehr belesene Person. Mhm. Just kidding. I wish I was. Es ist unglaublich. Es ist so spannend zu verfolgen. Ihr müsst euch das vorstellen. Und es ist jetzt irgendwo schon ein kleiner Spoiler. Ich muss mich ein bisschen hinsetzen, weil es tut echt weh. Und jetzt, es wäre so schön, wenn ich mich auch hier raufsetzen könnte. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, was ich so ein bisschen sagen werde, aber ihr müsst euch das quasi so vorstellen, ihr habt quasi mehrere Personengruppen, die ihr verfolgt, die sich aber erst innerhalb der Reihe entwickeln werden. Und das alles in einem Band abzuarbeiten, können nur sehr, sehr wenige. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ich finde, dass es beispielsweise bei Game of Thrones in der Serie, nicht in den Büchern, nur in der Serie ganz doll gescheitert ist, weil da einfach das Schreiben von diesen verschiedenen Gruppen oder Kreisen von gewissen Menschen gescheitert ist. Also es hat einfach nicht funktioniert. Man konnte... Es wurde nicht gut zu Ende gebracht, weil es einfach nicht gut durchdacht war. Und bei Game of Thrones hätten wahrscheinlich auch noch 2-3 Jahre mehr gut getan, um wirklich dieses Skript gut zu schreiben und innerhalb von 6 Episoden ein ganzes Universum zu Ende zu bringen. Aber aber es geht jetzt ja auch nicht um Game of Thrones. Darüber wollen wir sowieso nie wieder reden, weil diese Wunde wahrscheinlich niemals heilen wird. Wie gesagt, also diese Personengruppen, jede einzelne Gruppe verfolgt ein gewisses Ziel sozusagen. Und das wirklich zu durchdenken, also auch nicht nur auf die ganze Gruppe sozusagen bezogen, sondern auch dann noch auf jede einzelne Person,
ist so clever und nachvollziehbar gemacht, das habe ich selten so gelesen. Also es macht wirklich Sinn. An manchen Stellen, aber wirklich nur ganz minimal, denke ich mir halt auch wirklich so. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach hervorragend. Es ist wirklich spitzenmäßig. Oberklasse, meisterlichhaft, klasse, alles meistermäßig. Und keine Sicht. Ich liebe dieses Buch und ich werde es nie wieder gehen lassen und ich will nicht, dass es vorbei ist. Aber ich möchte auch die ganze Nacht durchlesen und 3 Tage lang nur zu Hause bleiben und lesen. Aber ich kann nicht, weil es mitten in der Woche ist und ich arbeiten muss und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dabei möchte ich eigentlich nur lesen, aber das echte Leben sieht anders aus. Die gesamte Szene, die war einfach so episch geschrieben und man muss sich das mal vorstellen, es ist ja ein eigentlich nicht wirklich Sarahs Schreibstil, den ich lese, sondern es ist übersetzt. Ich muss ganz kurz gucken, wer genau es übersetzt hat. Und zwar aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Link. Im Prinzip lese ich ja auch irgendwo einfach die Geschichte von Michaela Link, weil sie ja das Buch übersetzt hat. Und irgendwo ist ja da auch ihr eigener Schreibstil mit drin. Also das muss man sich mal vorstellen. Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Das sind so Dinge, über die ich halt täglich nachdenke. Keine Ahnung, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber auch für mich sind das Dinge, die mir ab und zu schon durch den Kopf gehen, über die ich mir dann so den Kopf zerbreche und einfach nur so da so und so. Wow. Eigentlich lese ich jetzt gerade irgendwie die Geschichte auch von einem anderen Menschen, der da mitgearbeitet hat. Genau, also Michaela Link hat dieses Buch übersetzt und ist einfach so gut umgesetzt. Also ich auch einmal Props an die Übersetzerin, die dieses Buch übersetzt hat. Das sind fucking 1100 Seiten, die sie da übersetzt hat und versucht hat, genauso wie Sarah J. Maas zu übernehmen und rüberzubringen für deutsche Leser. Das ist irgendwie nicht einfach. Stell dich mal vor, der Job von den Leuten. Wie lange die da dran sitzen müssen? Ein Jahr oder so? Oder noch weniger als ein Jahr vielleicht. Aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und das hört sich so banal, nicht banal, aber viel zu klein an und viel zu nichts aussagend, wenn man jetzt sagt, es ist wirklich gut gemacht für dieses Buch, weil es ist einfach so viel weitaus mehr als wirklich nur ein gutes Buch, als gute Fantasy, als es geht mir einfach so nah an diese Charaktere. Ich kann euch das nicht sagen, es ist ich hätte wirklich nicht gedacht, dass diese Reihe sich so entwickelt, weil beim ersten Band ist es einfach so, man liest sowas und ich war auch beim ersten Band echt so, okay, ja, also mir hat es gut gefallen und ich dachte mir auch so, okay, interessant, aber ich wurde nicht so richtig warm mit den Charakteren, dachte mir so, okay, man musste sich so ein bisschen drauf einlassen und das ist mir auch ein bisschen schwer gefallen. Der zweite Band hat alles bei mir gerissen. Der zweite Band war wirklich echt, da war bei mir alles vorbei. Da war wirklich so, dieses Buch, also der zweite Band, der hat mir wirklich gezeigt, was es eigentlich heißt, wirklich sich in ein Buch wieder zu verlieben, in eine Welt sich zu verlieren, sich mit Charakteren anzufreunden und nicht von denen loskommen zu können. Also ich habe früher in meiner Kindheit und in meiner Jugend habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, mich von Charakteren loszureißen, weil sie mich so schnell begeistern konnten und fesseln konnten. Und das hatte ich einfach so lange Zeit gar nicht mehr. Also klar, waren echt wieder tolle Bücher auch dabei, die ich jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren meines Lebens so gelesen habe. Aber nicht so wie bei Throne of Glass. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass mich die Reihe so mitreißen könnte und dass ich wirklich bis tief in die Nacht lese, weil ich einfach nicht loslassen kann und wissen muss, wie es weitergeht. Ich bin nicht so der Typ, der wirklich bis 4 Uhr nachts ein Buch liest, einfach nur um zu wissen, wie es ausgeht. Das bin nicht so ich so wirklich, aber bei dieser Reihe ist einfach alles anders und ich bin so dankbar, dass ich mich einfach getraut habe, dieses Buch zu kaufen, in die Hand zu nehmen und es zu wagen, es zu lesen und auch wirklich mich darauf einzulassen und zu sagen, okay, aber wie würde es denn jetzt weitergehen nach dem ersten Band? Weil der erste Band ist für viele ja nicht der Hit, aber der zweite Band geht so in eine andere Richtung.
dass man sich, das kann man sich im ersten Band nicht vorstellen, was da alles für Dinge passieren könnten. Und diese Kreativität und diese Gedankenwelt von Sarah J. Maas selber dahinter, das gibt's selten. Das gibt's wirklich so selten. Das ist wirklich Sarah J. Maas, Patrick Ruffus, George R. R. Martin, Cassandra Clare, ich weiß nicht, all die großartigen Autoren, die wir haben. Wir müssen die wirklich mit unserem Herzen beschützen und die supporten. Also Sarah J. Maas gibt mir gerade so viel Glück und Dankbarkeit fürs Leben, weil diese Bücher bedeuten mir einfach so, so viel. Und ich kann, ich weiß nicht, das ist ganz schwer zu erklären. Irgendwie in meinem Kopf macht das Sinn, aber wenn ich es jetzt so ausspreche, ist es wirklich, weiß ich nicht. Da ist einfach so, so viel dahinter, was ich für mich selber auch mitnehmen kann, mit abends Bett oder einfach so ins eigene Leben. Dieses Gefühl, was ich so davontrage, diese Verbundenheit zu den Büchern, zu der Reihe, zu der Autorin, zu den Charakteren. Das beim Reich der Sieben Höfe, klar, das war auch gut gemacht, aber da hat mich der dritte Band nie so wirklich gereizt und interessiert. Also ich würde schon noch gerne wissen, wie es weitergeht, aber nicht so stark wie bei Throne of Glass. Und das hatte ich halt wirklich so, so lange nicht mehr, dass du wirklich sagst, fuck off. Ich meine, alle Teile sind jetzt draußen von der Reihe und ich habe das Privileg, alle hintereinander weglesen zu können. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wenn ich jetzt noch irgendwie auf den fünften, auf den sechsten oder auf den siebten Band hätte warten müssen. Ich wäre so am Arsch gewesen, ganz ehrlich. Wir sehen uns dann wieder in die Tage zu einem weiteren Leseupdate oder eventuell schon mit dem Ende. Who knows? Das sind nur noch 300 Seiten. I'm not ready. Ich möchte nicht, dass es vorbei ist. Ich möchte niemals, dass diese Geschichte aufhört. Send help. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich gerade sagen soll. Ich habe keine Worte. Gerade beendet. Throne of Glass ist für mich, glaube ich, was für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt Harry Potter ist. Diese ganze Harry Potter Welt, das ganze Universum dazu. Das ist für mich Throne of Glass. Und ich glaube, diesen Vergleich, den ich jetzt quasi anspreche, ich glaube, dadurch verstehen auch jetzt mehrere Leute, was ich in diesem Video auch versuche anzusprechen. Es ist einfach wirklich diese Verbundenheit, die man zu ausgedachten Charakteren fühlen kann, dass man sich so sehr für fiktive Charaktere interessiert, mit denen mitfühlt, mitleidet, mitweint, mitlacht, mitschmunzelt, mit alles, dass man alles miterlebt, auf diese Reise geht, sich darauf einlässt und einfach auf das Beste für die Charaktere hofft oder auch für das Schlechteste für manche, die es verdient haben. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Es ist ganz, ganz, ganz schwer. Ich versuche das gerade einfach nur so einzufangen, der erste Eindruck nach dem Lesen. Ich wollte das einfach nur mal einfangen, wie es mir jetzt so gerade im Moment geht. Ich habe jetzt wirklich die komplette Throne of Glass Reihe beendet. Es sind nicht einfach nur Bücher. Klar, irgendwo sind es nur Bücher, aber nicht für mich. Für mich sind es weitaus mehr. Es ist ein Universum, in dem ich mich jederzeit wieder verlieren möchte, wo ich einfach Lust zu hätte, einfach ganz oft zu den Büchern zu greifen, einfach mal ab und zu, einfach mal mit dem ersten Band wieder anzufangen oder mit dem dritten, einfach so. Jedes Buch ist einfach, man kann das nicht mit Worten erklären. Es gibt dafür wirklich keine Worte. Also wenn es die gäbe, ich glaube, dann kenne ich die Sprache dafür nicht. Es braucht wirklich viel, um mich mit einer Geschichte, mit einem Buch sprachlos zu machen. Weil ich bin auch in den letzten Jahren sehr, sehr kritischer geworden und habe nämlich mir alles so mit, ha, schöne Liebesgeschichte, tralalala. Sondern versuche es auch, besonders durch Gesprächen mit Freunden, auch mal darüber nachzudenken, so macht das jetzt auch gerade Sinn. Das ist krass, was diese Bücher mit mir angestellt haben. Weil diese Bücher haben mir wirklich wieder die Liebe zum Lesen gezeigt, wie es eigentlich sein kann, wie es sich anfühlen kann, wie
ein Buch sein sollte, dass man wirklich dafür nachts aufbleiben möchte und dass man wirklich erst ins Bett gehen kann und schlafen gehen kann, wenn man mehr weiß. Und ich saß manchmal auf Arbeit und ich konnte wirklich nicht meine beste Arbeit leisten, weil ich einfach so gefangen in dieser Welt war und wissen wollte, wie es weitergeht. Ich wollte wirklich nur monatelang jetzt einfach zu Hause bleiben und lesen und ich wollte nicht an meinen Arbeitsplatz, also so viel mir auch meine Arbeit Spaß macht und ich dankbar bin für meine Arbeit und gerne zur Arbeit gehe, es ist einfach, diese Bücher haben mich nicht losgelassen und ich wollte nur da sitzen und lesen. Ich wollte nur an meinem Buch kleben und nichts mehr von der Welt mitbekommen, weil sobald man einmal in diese Welt eintaucht, kommt man nicht mehr raus. Und das ist sowas Schönes, was ich so lange nicht mehr hatte. Und diese 7 Bücher, ich bin so froh, dass ich danach gegriffen habe und es einfach versucht habe und mich darauf eingelassen habe. Ich bin eine ganz, ganz große Fantasy Queen. Ich liebe Fantasy Bücher, seit ich klein bin. Eragon hat mich da in so ein krasses, tiefes Loch geschmissen, wo ich nie wieder rauskommen werde, weil Fantasy Bücher einfach immer mein lieblings Genre Nummer 1 bleiben werden. Lest die Bücher einfach. Es ist Wahnsinn, was Sarah J. Maas, was ein einzelner Mensch alles alleine erschaffen kann. Heftig. Das ist so krass. Wirklich, mein Herz ist gerade echt voller Liebe und voller Dankbarkeit und Glück und Zufriedenheit. Ich kann mir endlich alle Videos zu Kingdom of Ash angucken auf YouTube. Oh mein Gott. Und ich kann mir endlich alle Rezensionen durchlesen. Holy shit. Hi, it's me. Ich wollte mich eigentlich noch danach hinsetzen und so ein abschließendes Video machen mit einer abschließenden Meinung, die das alles komplett zusammenfasst und abrundet. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich dann das Wochenende bei meinen Eltern war. Und bei meinen Eltern komme ich nie zum Lesen, nie dazu Instagram zu checken. Ich schaue eigentlich so gut wie nie auf mein Handy. Aber an diesem Wochenende wollte ich das irgendwie machen, aber es ist dann natürlich wieder nicht dazu gekommen. Also von daher, ich glaube, das Video spricht echt gut für sich. Auch die ganzen Instagram-Stories, die ich immer gepostet habe, die sprechen, glaube ich, auch sehr für sich. Ich hoffe, ich hatte einfach unglaublich viel Spaß. Also ich bin gerade dabei, das Video zu cutten und zu beenden. Ich hatte einfach unglaublich viel Spaß, dieses Video zu machen. Aber ich habe echt Bock, mehr YouTube-Videos zu machen, auch wenn ich jetzt so ungefähr 10 Stunden an diesem Video dran saß. Aber wie gesagt, ich gucke mir gerade das Video auch an. Es ist echt süß geworden und es hat einfach Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr lest jetzt die Bücher. Ich hoffe, ihr rennt am Montag alle in die Buchhandlung und holt euch den ersten oder falls ihr schon den dritten Band gelesen habt, holt ihr euch auf jeden Fall den vierten Band. Danke, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen schönen allgemein angenehmen Tag, einen schönen Abend, morgen einen guten Start in den Tag, weil auch immer sich jemand dieses Video anguckt, ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video.